Liebe Wölfe, ich freue mich sehr, Elvis Rex Bejai ist bei uns. Elvis, Training ist gerade rum. Ja, wie hast du dich heute gefühlt? Ist ja heute auch ein bisschen windig, ne? Ja, wir hatten einen Tag frei, nach Sonntag und jetzt Montag auch. Ja, schon frisch, aber wir haben heute wieder gut gearbeitet. Heute ist, glaube ich, Hauptbelastungstag und ja, hat man, glaube ich, im Training gesehen. Das Bayern-Spiel, da standst du in der Startelf. Nur mal auf dich gemünzt. Wie hast du dich im Spiel gefühlt? Wie waren so die Minuten für dich? Ja, natürlich gegen Bayern ist, glaube ich, ein besonderes Spiel. Ist geil zu spielen. Aber ja, wir wollten schon mehr Punkte holen, wir wollten nicht verlieren, aber das ist uns dann nicht gelungen. Aber mitten im Spiel, so war es ein normales Spiel wie immer. So, und im Nachhinein realisiert man dann, dass man gegen Bayern gespielt hat. War dir dann auch auf dem Platz stehend egal, dass da jetzt irgendwie mal Arjen Robben kommt oder dann mal irgendwie ein anderer Star, den man sonst aus dem Fernsehen kennt? Ja, also vor dem Spiel und im Spielertunnel schon, aber mitten im Spiel, dann realisierst du das gar nicht. Dann spielst du einfach bis zum Tunnel und merkst das halt gar nicht. Wie ist das Zusammensein mit dem Trainer? Du warst jetzt permanent im Kader, du hast deine Einsatzminuten bekommen, jetzt die Startelf auch wieder. Wie ist das Verhältnis mit dem Trainer? Spürst du das Vertrauen? Ja, das Verhältnis ist gut. Der Trainer versucht mich halt auch immer zu pushen, auch zu sagen, was ich zu tun habe, und auch gegen Bayern so, ja, mach dein Spiel, versuch das zu machen, was dich stärkt und alles. Und ja, ich glaube, ich versuche einfach ihm das Vertrauen zurückzuzahlen und immer weiterzumachen. Jetzt heißt der nächste Gegner Düsseldorf. Ich glaube, das ist für uns derzeit ein extrem wichtiges Spiel, dass man da wieder in die Erfolgsspur zurückkommt. Siehst du das auch so? Ja, na klar, wir wissen alle, dass es ein wichtiges Spiel ist. Aber wir wollen 3 Punkte, das wollten wir letzte Woche auch und die vorletzten Wochen auch. Wir haben immer gut gespielt und jetzt müssen wir wieder was Zählbares mitnehmen. Und was ist dann in dieser Trainingswoche wichtig, deines Erachtens? Ja, ich glaube, bei Düsseldorf wird es auch viel um Zweikämpfe gehen. Die werden sich in jeden Zweikampf reinhauen. Die haben das Spiel letztens hoch verloren. Die werden alles dafür geben, nochmal was Besseres zu machen. Und ja, da wird auf jeden Fall ein Gegner kommen, der sich wehrt. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg.